Hallo, mein Name ist Matthias Marquardt. Ich bin Laufexperte und Autor der Laufbibel. In diesem Film geht es um Wadenschmerzen. Wadenverhärtungen, Wadenzerrungen, Wadenverspannungen. Genau diese Probleme hat auch Gönner. Gönner ist bei uns zu Gast und wir wollen herausfinden, was hinter diesen Beschwerden steckt. Gönner, warum bist du denn zu mir gekommen? Ich habe vor 2 Jahren mit dem Laufen begonnen und ich habe zunehmend Probleme mit meiner Wade, vor allem der rechten, dass sie einfach wahnsinnig verhärtet ist. Wie viele Kilometer läufst du etwa pro Woche? Es hängt davon ab, meist so zwischen 25 und 40. Und ist dieser Schmerz immer da, wenn du läufst? Oder fängst du an zu laufen und irgendwann zieht sich das so schraubstockartig in diese Wadenmuskulatur rein? Letzteres eher. Wenn ich starte, ist es in Ordnung und es wird einfach gegen Ende immer schlimmer. Und gibt es dann irgendwann diesen Moment, wo es Ding macht und du dann mit einem stechenden Schmerz stehen bleiben musst und nach Hause humpelst? Oder kannst du weiterlaufen? Ich kann weiterlaufen und ich habe aber das Gefühl, dass wenn ich dann zu Hause in Ruhe bin, dass es dann noch mal schlimmer wird und die Wade einfach sich nicht dehnen lässt. Was passiert genau bei diesen Wadenschmerzen bei Läufern? Die Wadenmuskulatur verbindet Unterschenkel und Fuß miteinander und ermöglicht das Abdrücken im Sprunggelenk. Die Wadenmuskulatur leistet aber auch Federarbeit bei Vorfußläufern. Es ist also so, dass diese häufiger von derartigen Beschwerden betroffen sind. Auf der Muskelebene kann es zu einem Muskelkater kommen, wenn man sich einmal überlastet hat. Jeder Sportler kennt das. Solche Beschwerden, die dann mit einer insgesamt schmerzenden Muskulatur einhergehen, sind aber nach 1, 2, 3 Tagen auch wieder verschwunden. Und wenn man danach vernünftig trainiert, treten die auch nicht wieder auf. Anders ist es bei Muskelverhärtungen, die bleiben gerne länger und sind meist punktueller. Da hilft mitunter eine kleine Massage, aber die Zerrungen, von denen ich eben sprach, wo es plötzlich einschießt und die immer wiederkehren, die sind ein besonderes Phänomen. Denn die Zerrung kann ich nicht in einer Kernspinaufnahme oder im Ultraschall erkennen. Es ist nämlich kein Riss, wie viele Laien denken, bei einem Muskelriss, der passieren kann, wenn ich einen Unfall erleide oder wenn ich unaufgewärmt sprinte. Da kommt es tatsächlich zu Einblutungen und zu Zerreißungen, die ich auch in der Bildgebung erkennen kann. Die Zerrung ist komplizierter. Die entsteht oftmals durch überschießende Muskelspannung, die auch durch eine Nervenirritation in der Lendenwirbelsäule kommen kann. Also es ist viel diagnostisches Gespür gefragt, um zu differenzieren, haben wir es hier mit einer Zerrung aus dem einen oder aus dem anderen Grunde zu tun. Und noch etwas macht diese Wadenschmerzen sehr kompliziert. Es gibt auch das sogenannte funktionelle Compartment-Syndrom. Dabei schnürt sich der Muskel hier in seiner Faszie selber ab. Der Muskel dehnt sich immer etwas aus unter muskulärer Arbeit. Und wenn er in der Faszie eingeschnürt wird, dann wird er nicht mehr ordentlich ernährt und das macht einen riesigen Schmerz. Dieser Schmerz kommt aber Stück für Stück während des Laufens, führt dazu, dass man die Belastung abbrechen muss. Und wenn man das getan hat, lässt der Schmerz innerhalb von Minuten vollständig wieder nach. Man kann dann das Training wieder aufnehmen, erleidet aber meist das gleiche Schicksal nochmal. Ihr spürt schon, dass die Anamnese, das Gespräch mit dem Sportler, ganz entscheidend ist, um herauszufinden, was macht diesen Wadenschmerz. Wer ist besonders betroffen von Wadenproblemen beim Laufen? Sicherlich die Sportler, die eine vermehrte Spannung in der sogenannten hinteren Muskelkette haben, also die Muskulatur, die von der Oberschenkelrückseite über die Wadenmuskulatur bis in die Fußsohle reicht. Wer hier sehr verkürzt ist, hat häufiger Wadenzerrungen, häufiger Wadenverhärtungen. Das Ganze ist verbunden mit Hohlfußstellungen, weil eben diese Muskelverkürzung ein hohes Fußgewölbe macht. Grundsätzlich ist es so, dass Männer und Frauen gleich häufig betroffen sind und dass wir diese Probleme ganz oft bei Sportlern sehen, die ihr Training stark verändert haben, also dolle Umfangsteigerungen gemacht haben oder sehr plötzlich mit Intervalltraining begonnen haben. Und anfälliger sind immer die Sportler, die wenig Beweglichkeitstraining machen und die wenig Athletikübungen machen. Wir wollen jetzt bei Gönner herausfinden, was bei ihr das Problem ist. Gönner schildert typische Beschwerden von Wadenverhärtungen ohne einstechenden Schmerz. Ich möchte jetzt wissen, ist das Hüftgelenk vielleicht in seiner Beweglichkeit eingeschränkt? Ist das Kniegelenk in seiner Beweglichkeit eingeschränkt? Und ich kann hier normale Gelenkbeweglichkeiten feststellen. Man würde dann bei Wadenverhärtungen erwarten, dass die hintere Kette verkürzt ist. Ich habe eben schon gesehen, hier haben wir keine Muskelverkürzung. Auch die
Wadenmuskulatur ist hier normal beweglich. Das scheint nicht die Ursache zu sein. Aber wenn ich mir die Wade eben anschaue in der Untersuchung, dann stelle ich fest, dass wir es hier mit massiven Verhärtungen in der oberflächlichen Wadenmuskulatur zu tun haben. Nun, was in der körperlichen Untersuchung als einziges ins Auge fällt, neben den massiven Verhärtungen, ist die Fußstellung. Wir haben einen hohen Rist, wir haben einen Hohlfuß. Und der Hohlfuß ist hohl, weil Spannung in der Fußsohle ist und die zieht sich gerne in die Wade mit hinein. Ich glaube, dass wir es mit einem Fußproblem zu tun haben. Ich möchte jetzt allerdings noch mal diese Muskulatur im Ultraschall ansehen, um festzustellen, ob es wirklich ein funktionelles Problem ist, ob also die Muskulatur im Ultraschall intakt ist und nicht doch irgendwo ein kleiner Riss vorhanden ist. Wir schauen uns jetzt die Wadenmuskulatur im Ultraschall an. Es ist wichtig zu wissen, dass man das, was wir wahrscheinlich suchen, nämlich Wadenverhärtungen, an die ich glaube, nicht sehen würden. Es handelt sich also um Ausschlussdiagnostik. Und wenn man jetzt hier die äußere Wade, die so stark verhärtet ist, abfährt, kann man hier an den zwischen den Muskeln gelegenen Septen und Faszien keine feinen Einrisse oder Blutungen erkennen, sodass man feststellen kann, dass es sich eben nicht um eine Muskelverletzung im Sinne eines Traumas handelt, sondern dass wir es mit einer Muskelspannungsvermehrung zu tun haben. Wo die herkommt, das wollen wir jetzt in der Fußdruckmessung herausfinden. Ich glaube, dass da der Hase im Pfeffer liegt. Und wir müssen die Lauftechnik sehen. Ist das ein Vorfußlauf? Ist das ein Pardon? Wo kann ich einsteigen? Lauftechnik sehen und wir müssen die Lauftechnik. Wir führen bei Gönner eine elektronische Fußdruckmessung durch, um die Druckverteilung unter der Fußsohle festzuhalten. So können wir Fußfehlstellungen sicher diagnostizieren. Um die Auswirkungen der Hüftgelenks- und Kniegelenksbewegung auf Wade und Sprunggelenk erkennen zu können, nehmen wir Markierungen an Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüftgelenk vor und machen dann eine medizinische Bewegungsanalyse. Gönner, wir haben jetzt alle Untersuchungsergebnisse vorliegen. Es handelt sich bei dir, wie wir in der Fußdruckmessung sehen können, tatsächlich um einen Hohlfuß. Der Hohlfuß hat immer viel Spannung in der Fußsohle und auch in der Wadenmuskulatur. Ganz oft trifft man dort auf solche Wadenverhärtungen. Deine Schuhversorgung hast du dafür bereits gut gewählt. Du hast hier einen Laufschuh mit neutralem Sohlenaufbau, der den Fuß nicht in die eine oder andere Richtung hebelt. Den kannst du so weiterhin laufen, auch weil er im Rückfußbereich eine ausreichende Erhöhung der Ferse hat. Denn ein sehr, sehr flacher Schuh im Rückfußbereich würde noch mehr Spannung auf deine Wade geben. Wir lassen also den Schuh, wie er ist. Von der Einlagenversorgung würde man bei Überbeweglichkeiten des Fußes und leichten Beschwerden eine Sporteinlegesohle wählen, die den Kraftschluss zwischen Fuß und Schuh verbessert. Bei dir möchte ich allerdings einen anderen Weg gehen. Ich würde gerne diese so stark verhärtete Muskulatur, ist ja wirklich ein eindrucksvoller Befund, die wir im Wadenbereich haben, über einen Zehensteg in der Einlage entspannen. Dadurch wird die Fußmuskulatur in eine Dauerdehnung gestellt und wir entspannen die Fuß- und Wadenmuskulatur dadurch. Ich würde aber diese Einlage nicht im Laufschuh tragen, sondern die vielen Stunden des Tages in der Freizeit und während der Arbeit. Was machen wir mit der Lauftechnik? Lauftechnisch haben wir bei dir einen Fersenlaufstil festgestellt. Das ist für dich im Moment wahrscheinlich die beste Art, sich zu bewegen. Wenn du ein Laufbuch liest, wirst du lernen, dass eine effektivere, schnellere Technik ein Laufen auf dem Vor- oder Mittelfuß ist. Ich würde aber im Moment keine Technikintervention vornehmen, weil dieses Federn auf dem Ballenbereich eine noch größere Belastung der Wade bedeuten würde. Damit wir dir jetzt erstmal helfen können mit diesen Schmerzen, gehen wir jetzt allerdings in die Therapie. Die wichtigste Therapie von Wadenverhärtungen ist die manuelle Therapie durch den Physiotherapeuten. In extrem schmerzhaften Fällen kann man die Therapie um eine Lasertherapie,
eine Stoßwellentherapie und Tape-Anlagen ergänzen. Was Läufer interessiert ist, wie schlimm ist das? Geht das wieder weg mit diesen Wadenschmerzen? Na klar, ein Muskelkater geht wieder weg und eine Zerrung ist genauso eine gutartige Verletzung, die relativ schnell wieder ausheilt. Binnen weniger Wochen ist man wieder voll einsatzfähig. Schwierig wird es nur dann, wenn die Schmerzen immer wiederkehren. In den seltensten Fällen ist dann ein funktionelles Compartment-Syndrom die Ursache. Dies sind wirklich Raritäten. Und nur der findige, gut ausgebildete Sportmediziner, der viel Erfahrung im Umgang mit Laufsportlern hat, wird dies differenzieren können. Für alle Sportler gilt aber als erstes, dass das richtige Training mit den richtigen Übungen entscheidend ist, um Wadenschmerzen effektiv zu bekämpfen. Und deshalb gehen wir jetzt mit Gönner in die Sporttherapie. Beim exzentrischen Wadenkrafttraining wird die Wadenmuskulatur gekräftigt und gleichermaßen gedehnt und entspannt. Hierfür wird aus dem Hochzehenstand das Fersenbein langsam herabgelassen, bis eine maximale Dehnung der Wadenmuskulatur spürbar wird. Die Übung wird dort 2 Sekunden gehalten, bevor man sich wieder in den Zehenstand hinaufdrückt. Bei Wadenbeschwerden reichen 3x10 Wiederholungen pro Seite am Tag. Die Dehnung der Wadenmuskulatur erfolgt durch einen langen Ausfallschritt nach hinten. Das Fersenbein wird auf den Boden gedrückt und bei gestrecktem Kniegelenk wird die Hüfte zur Verstärkung der Dehnung nach vorne geschoben. Die Übung wird für mindestens 20 Sekunden so gehalten. Um auch die tiefen Anteile der Wadenmuskulatur zu dehnen, wird ein kürzerer Ausfallschritt nach hinten gesetzt und bei Beugung des Kniegelenkes und Absenken des Gesäßes auf dem Standbein eine Dehnung in der tiefen Wade erzeugt. Auch diese Übung wird für 20 Sekunden gehalten. Bei der tiefen Hocke wird das obere Sprunggelenk mobilisiert und die Wadenmuskulatur gedehnt. Insbesondere bei Sportlern mit Hohlfüßen fällt die Übung oft sehr schwer, sodass Hilfestellung erforderlich ist, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Die Übung sollte mindestens 1 Minute gehalten werden, kann aber auch länger durchgeführt werden. Das Training mit der Faszienrolle ermöglicht eine durch den Sportler selbst durchgeführte Triggerpunktbehandlung. Die einfachste Möglichkeit, die Wade zu behandeln, ist die einseitige Behandlung. Wird ein höherer Druck auf der Wadenmuskulatur gewünscht, werden beide Beine parallel auf die Rolle gelegt. Und eine noch größere Drucksteigerung ist möglich, wenn die Beine übereinander geschlagen werden, sodass der volle Druck auf nur einem Bein lastet. Die Wade wird auf jeder Seite 10-mal vor- und zurückgerollt. Um punktuelle Muskelverhärtungen gezielt zu behandeln, kann man mit dem Faszienmassageball auf diesen Stellen vor- und zurückrollen. Üblicherweise findet dies in kleinen Bewegungen 10-mal vor- und zurück statt. Um neben der Wadenmuskulatur auch die Muskulatur der Fußsohle zu entspannen, wird ein festerer Faszienball eingesetzt. Man rollt im Fußlängsgewölbe strikt auf der Muskulatur 10-mal vor und zurück. Bei der Flossing-Therapie wird durch das straffe Wickeln eines Gummibandes eine Kompression auf die Wadenmuskulatur erzeugt. Es kommt durch die später folgende Dekompression nach dem Abwickeln zu einer Mehrdurchblutung der schmerzenden Wadenverhärtungen. Außerdem kann durch Wadenheben im gewickelten Zustand eine Mobilisierung der Faszien erreicht werden. Außerdem werden Verklebungen gelöst. Es werden insgesamt 3 Durchgänge des straffen Wickelns durchgeführt und im gewickelten Zustand 10 bis 15 Wiederholungen des Wadenhebens durchgeführt. Auf dem Stabilisationstrainer
wird die Unterschenkelmuskulatur trainiert, indem nach einem Zehen- und einem Fersenstand die Fußinnen- und dann die Fußaußenkante belastet wird. Von diesen vier Bewegungsrichtungen werden insgesamt 8 Wiederholungen durchgeführt und nach einer Pause eine zweite und eine dritte Wiederholung der Serie absolviert. Mit dem Fußzirkel werden durch den Zehen- und Hackenlauf sowie das Laufen auf der Fußinnen- und Außenkante alle Muskeln von Fuß und Unterschenkel effektiv trainiert. Trainieren Sie mit jeder Bewegungsvariante 10 bis 20 Meter und führen Sie insgesamt 3 Sätze von dieser Übungsserie durch. Das war unser Film zum Thema Wadenschmerzen, Muskelkater, Wadenverhärtung, Zerrungen. Ihr habt am Beispiel Gönner gesehen, dass es ganz entscheidend ist, die richtigen Athletikübungen für die Wadenmuskulatur durchzuführen. Was könnt ihr machen, damit ihr verschont bleibt? Regelmäßig barfuß trainieren, Exzentriktraining an der Treppe und, wenn ihr betroffen seid, nehmt eine Einlagenversorgung, die die Fußsohle und die Wadenmuskulatur zu entspannen hilft. Wir haben noch 9 weitere Filme gedreht mit häufigen Laufverletzungen. Dazu möchten wir euch herzlich einladen. Und wenn ihr möchtet, empfehlt uns gerne weiter an eure Laufkameraden.